und einen leckeren Eintopf kochen. Ich hoffe mal, dass Pilze gerade noch in unserem Fähigkeitsbereich liegen. So. Nur aufpassen, dass wir nicht herunterfallen und vor allem regelmäßig schnell speichern, so wie es ich auch gerade mache. Oh, was haben wir hier? Ah, nur ganz normale Waldlichtstängel. Gehen wir erstmal hier entlang. Okay. Erstmal einfach geradeaus. Hi. Tja, mal wieder ein paar verworrene Gänge. So gehört sich das doch. Ach, hier geht's wieder raus. Von hier kommen wir. Dann hier lang. So, haben wir hier eigentlich eine lokale Karte? Ja. Ach, und wir haben sogar Questmarkierungen. Dann, oh. Du siehst auch mal interessant aus. Was steht da? Wenn irgendjemand dätrische Lettern lesen kann, dann soll der mir bitte die Übersetzung sagen. Moment. Oh, wahrscheinlich müssen wir hier runter. Hui! Autsch. Ja, Helga, das ist mir sogar hinterhergesprungen. Da haben wir Tiefenpilz Nummer 2. Was würde da nicht passieren, wenn wir jetzt einen Tiefenpilz essen? Und da kommt dann die Meldung, ihr könnt Questgegenstände nicht essen. Naja. So, die Gänge sind ja einzeln eingezeichnet. Dann jetzt mal erstmal hier entlang auf jeden Fall. Huch. Ah, wir sind hier. Schaffst du den Sprung, Helgard? Helgard ist bewusst. Das hast du toll gemacht, Helgard. So viel zum bodenlosen Abgrund. Helgard ist bewusstlos. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe, der spawnt irgendwann hinter uns. Ah, da ist er ja. Ja, folge mir. Ihr wisst besser, was zu tun ist. Meine ich aber auch. Immerhin schaffe ich es nicht, in Abgründe zu fallen. So, gehen wir mal hier entlang. Das sieht gut aus. Dann, nein, hier nicht. Dann nehmen wir den hier. Oder ist es der falsche? Ach, genau, der falsche hier. Eine Ebene weiter runter. Ah, nein, ich glaube, ich weiß schon. Wop. Puh, das war knapp. Da hätten wir fast Helgards Schicksal geteilt. Und er ist wieder gespawnt, das heißt, er ist wahrscheinlich wieder runtergefallen. Aber ich glaube, wir hätten nicht das Glück, einfach bewusstlos zu werden und zu respawnen. Nein, zu uns ist das Spiel nicht so gnädig. Wir müssten eiskalt neu laden. So. Drehen wir noch eine Runde. Wobei, Helgard? Helgard? Ich zünd jetzt doch lieber mal wieder eine Fackel an. Obwohl das schimmernde Licht der Waldlichtstängel natürlich auch was für sich hat. Und ich muss ja echt mal aufräumen. So. Wollen wir auf die Suche nach den letzten beiden Tiefenpilzen gehen? Die Richtung. Ja. Einfach durch. Und jetzt hier lang, oder? Ich glaube schon. Särge. Aber hier scheint jemand alle Särge aufgeräumt zu haben oder zumindest irgendwo einsortiert. Und hier haben wir unseren vierten Tiefenpilz. Fehlt nur noch einer und da müssen wir jetzt anscheinend in fremde Gefilde. Ich frage mich, ob unsere lokale Karte da noch mitmacht. Ja.
Ja, erstmal den Gang entlang, das stimmt schon. So, jetzt wieder hierhin zurück. Ja, das sieht ganz gut aus. So, welchen Weg nehmen? Erstmal geradeaus, würde ich sagen. Hier könnten wir wieder runterspringen, theoretisch. Und ich denke, das sollten wir jetzt auch tun. Hui, hui, hui. Dann hier entlang. Hier waren wir noch nicht. Tiefenpilz? Nein. Da hinten wird der Gang immer unwegsamer. Wir sollten umkehren. Von mir aus. Ob das wohl Absicht war, dass man durch diese Wurzeln einfach durchgehen kann? Helgard scheint immer noch da oben rumzutollen. Du kannst uns ruhig hinterher springen. In den Abgrund bist du doch auch ohne Bedenken gesprungen. So, dann bleibt nur noch dieser Weg hier übrig. Oh, ja, da hinten sieht es doch ganz gut aus. Sollen wir springen? Also da hinten sieht man auf jeden Fall den tiefen Pilz. Sieht nicht so aus, als würde es einen anderen Weg geben. Hopp! Ja, ging doch ohne Probleme. So, dann haben wir alle 5 Tiefenpilze. Zurück zu Pelagius. Und Helgard feiert das Ganze wieder bis zur Besinnungslosigkeit. So. Den Gang hier. Und irgendwie... Wir haben aber keinen Questpfeil für Pelagius, aber ich glaube, wir müssen in die Kammer. Helgard? Weil die Gänge so eng sind, ist er wahrscheinlich jetzt in einem Gang über uns gespawnt oder irgend sowas. Helgard? Helgard? Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Yep, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Auch wenn Helgard schon wieder bewusstlos ist. So, ich würde sagen, warten wir kurz, bis er wieder spawnt. Können wir Pelagius eigentlich Taschendieb stehlen? Hallo, Helgard! Seht ihr das, Helgard? Gut, ich warte hier. Dann geht vor. Das ist jetzt ein wenig... Da! Nee. Helgard, du bist gruselig. Ganz ernsthaft. Kann ich dich irgendwie anklicken und wiederbeleben? Ah, du bist wieder da. Ihr wisst besser, was zu tun ist. Achso, dann sollte sich die ganze Sache hoffentlich wieder normalisiert haben. Habt ihr genug gefunden? Yep. Das dürfte ausreichen. Gut. Dann banne mal schön. Yetar! Ek! Mondrach! Yetar! Ek! Medul! Das sah gut aus. Beeindruckend. Ihr seid ein großer Magier, kaiserliche Hoheit. Nun werdet ihr uns durch die Dunkelheit führen, Drachenritter. Achtet darauf, dass wir uns nicht verlieren. Keine Sorge, wir haben eine lokale Karte. Nach unzähligen Stunden in vollkommener Dunkelheit, die ihr durch die endlosen Gänge der finsteren Katakomben geschritten seid, seht ihr endlich Licht. Okay, das ist jetzt in der anderen Perspektive geschrieben, also zweite Person statt erste Person, naja, egal. Aber anscheinend haben wir nicht nur eine lokale Karte, sondern auch einen Zeitüberspringer und wir haben hier vor allem wieder neue Texturen, auch cool. Pelagius, willst du mir was sagen? Seht ihr? Die Wände bestehen aus magischem Eis. Die Nord nennen es Stahlrim.
hier? Dabei sind wir doch gar nicht im Himmelsrand. Vor vielen Äonen war dies eine Kultstätte der Nord. Befragt euren Anhang. Er wird euch sicher mehr dazu sagen können als ich. Okay. Helgard, kannst du mir was über Stahlrim erzählen? Seht euch das an, Meister! Stahlrim! Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist so rein, dass es in der Dunkelheit leuchtet. Prima, da braucht man gar keine Fackeln mehr. Ihr würdet es mit hartes Eis übersetzen. Aber es ist viel mehr als gefrorenes Wasser. Wir Nord glauben, dass die Götter es geschaffen haben. Wir schließen unsere Toten darin ein, um sie nahe bei ihnen zu wissen. Vor allem aber sind unsere besten Schmiede in der Lage, eine Rüstung daraus herzustellen, die in Leichtigkeit und Schutz ihresgleichen sucht. Wie wär's, wenn ihr mir eine Schmiede Helgard? Seid ihr ein Schmied? Ich? Nein. Ich bin ein Krieger, kein Schmied. Mein Vater besaß einen Hammer aus Stahlrim. Eine ganze Rüstung habe ich noch nie gesehen. Wo der Hammer heute ist, wissen nur die Götter. Klingt, als würde es noch eine Nebenquest geben. Kennst du denn diese Kultstätte? Nein, ich habe noch nie von ihr gehört. Aber in ganz Tamriel ist mir kein zweites Stahlrim-Vorkommen solchen Ausmaßes bekannt. Der Orden des Drachen scheint seine Geheimnisse gut bewahren zu können. Wenn es auch nur ein Gerücht über das gegeben hätte, was sich unter der Ordensburg verbirgt, wären bereits Scharen von Nord hierher gepilgert. Wenn wir wieder an der Oberfläche sind, muss ich nach Windhelm, um den Häuptling davon zu berichten. Sehe, dass es eine gute Idee ist, sonst war das hier mal ein Stahlrim-Vorkommen. Macht euch keine Sorgen, Meister. Das Stahlrim ist für uns heilig. Einer Höhle wie dieser würden wir niemals Schaden zufügen. Seht sie euch doch nur an. Sie ist wunderschön. Ein Palast des großen Iskramors würdig. Tja, aber erst unsere Mission. Natürlich. Ihr habt recht, Meister. Entschuldigt. Für gewöhnlich bin ich nicht so leicht zu begeistern. Aber diese Höhle... Was soll's, du bist halt ein echter Nord. Kavernen sind seit mehreren Äonen nicht mehr betreten worden, Drachenritter. Gebt auf eure Schritte acht. Seit vielen Äonen? Wer weiß, was sich seitdem hier unten eingenistet hat. Wollen wir doch mal schauen. Was ich auch interessant finde, dass verschiedene Informationen auch hier erwähnt werden, die dann in Himmelsrand wichtig sind. Zum Beispiel halt die Kultur der Nord. Oder zum Beispiel Windhelm, die Stadt Windhelm. Weil ich glaube, der Mod also ist vor Skyrim erschienen. Das heißt, Skyrim kam erst danach, logischerweise. Aber hier sind trotzdem einige Sachen parallel zu dem Spiel. Eigentlich ganz cool. Oh, Heldentrank. Also hier gibt es einiges zum Looten. Ich hoffe, dich stört's nicht, dass ich deine Vorfahren loote. Oder zumindest die Mitglieder deiner Rasse. Hey, was haben wir denn da? Ach, sieh mal einen an. Die Drauge gibt's auch. Sie sehen ein bisschen anders aus und mehr nach Goblins, aber immerhin. Man muss bedenken, dass das hier vor Skyrim rauskam. Dann schauen wir mal, ob wir noch weiteren Drauge begegnen. Ich glaube, da werden noch einige auf uns zukommen. Auch wenn ich bezweifle, dass wir auf Drauge Todesfürsten stoßen werden, die uns mit Fußrodar durch die Gegend schleudern werden. Das war, glaube ich, denn wirklich eine Neuerung in Skyrim. Da gab es hier noch keine Informationen zu dem Zeitpunkt des Erscheinens dieses Mods.